Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich grüße euch, Gude! Ja, heute halt mit ein bisschen anderen Winkel, wie ihr seht. Das hat aber einen speziellen Grund. Heute haben wir hier nämlich einen etwas größeren Koloss zum Unboxen. Und ich würde sagen, das ist fast schon ein kleines Jubiläum, gell? Und zwar haben wir was von Prime One. Ich glaube selbst nicht. Ja, aber hier ist was vom Laster gefallen. Ich versuche es mal hochzuheben. Schaut, ihr seht's. Ja, heute haben wir hier den kleinen Mikey von Prime One. In einem Scale von 1 zu 2. Kommt mit der Kampfgröße von ca. 105 cm Höhe und einem Basemaß von 48 x 46 und 23 Kilo. Ja. Und normal filme ich immer da hinten, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, das schwere Ding hier rumzuschleppen und dann verzweifelt daran zu scheitern, den hier in die Ecke dann irgendwie reinzuhieven. Ist nämlich alles relativ genau abgemessen. Dementsprechend bauen wir den direkt hier auf, wo er auch letztendlich steht. Und ja, generell wird sie war faul, wird so gefilmt und fertig aus. Gell. Gut, ich bin heiß, ihr seid heiß, ja, was zu trinken hole, Wetter ist heiß und dann legen wir los, gell? Bis gleich. So Leute, hier mal ein kurzer Vorgeschmack bzw. kleiner Überflug. So sieht das Ganze aus, wenn ihr ihn dann aus der Packung gezogen habt, was ihr am besten zu zweit machen solltet, allein wird das echt kritisch. Hier müsste das Messer drin sein, Körper unschwer zu erkennen, sein hübsches Köpfchen, der Pumpkin Head. Der wirklich sehr, sehr groß ist im Realen. Hat viel kleiner ausgesehen. Linke und rechte Hand. Linke und rechte Arm. Und die Base. Ja, wirkt live natürlich um einiges größer als auf dem Video. Ich bin mal gespannt, ob ich dahinter kriege. Ich werde gleich das eine oder andere Mal aus dem Bild laufen müssen, um die Teile zu holen. Also nicht, dass ich irgendwie vermisste Meldung aufgibt oder sowas. Gell? Also schlafen halt weg. Gut, jetzt fangen wir an aufzubauen. Let's go, Leute! So Leute, ihr nicht wundere, dass ihr mein schönes Gesicht nicht mehr in voller Gänze genießen könnt, aber hier geht es jetzt um die Figur. Dementsprechend das Objektiv ein bisschen weiter runter. Hier kommt der Gute hin und ich laufe jetzt los. Bin gleich wieder da. Lief jetzt mal. So. Hier geht's los. Einmal Base, einmal Aufschrift, ja, die Nummer 63 von 100. Da haben wir auch jetzt direkt die Limitierung abgehakt. Prime One. Oh, das ist schwer, das glaube ich gar nicht. Gell? Ist eine relativ simple Base, ich sag mal so typisch Michael Myers. Ist so eine Holzveranda-Style. Passt aber. Ja. Mein Mikey ist da eh immer so ein bisschen dezenter gehalten. Zu viel Schnickschnack ist aber, wird da auch gar nicht so richtig reinpassen, finde ich. Also absolut in Ordnung. Jetzt muss ich natürlich hier mal gucken. Boah, ich sehe schon. Ein bisschen rüber. Das ist so einigermaßen. Okay, er steht. Ja, er liegt zwar jetzt. Ja, ist jetzt genau zwischen den zwei eigentlich gedachten Auflageflächen. Aber das ist nicht so schlimm. Abstaube hier vorne, ja. So. Aber er ist fest. Wie weit steht er hinten über? Hinten steht er gar nicht über, das heißt, ich kann noch ein Stück zurück. Ja, das passt. Ja, ich würde sagen, das sieht gut aus. Ja, man sieht auch hier, ist relativ cool verarbeitet. Ja, kleine Riefen drin im Holz. Verschiedene Schattierungen so, üblich, simpel, aber gut. Da gibt es auch nicht viel mehr dran, irgendwie jetzt anzustecken oder so. Hier vorne kommen, glaube ich, noch so zwei Nippelchen rein. Aber das mache ich dann, wenn ich sie finde. Ja. So, als nächstes würde ich sagen, der Mikey. Aber ich nicht weiß, ob ich die Arme erst befestige. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Das machen wir auch so. Ich mache kurz einen Cut rein, Leute. Weil ich habe gesehen, das ist ein bisschen futzig. Ja. Und sobald ich die Arme am Mikey habe, stellen wir ihn zusammen hier rein. Ja. Bis gleich. So, Leute. Da haben wir den guten stehen. Und ich sage euch eins, also alleine ist die Hölle. Also gerade die Arme da seitlich reinzubekommen durch den Stoff, das ist alles relativ eng und das ist ein ganz schönes Gefutzel. Stand jetzt, ich muss noch ein bisschen rumfriemeln, rechts geht's jetzt, links. Ich habe auch so die Magnete sind etwas zu schwach, keine Ahnung. Also es hält zwar, aber ich habe so das Gefühl, das wird zu 60% durch den Overall gehalten. Hier hat er so eine kleine Treppenabstufung drin, da liegt er drauf und zu 5% von dem Magnet, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie sich jetzt verhält, wenn wir da die Hand dran machen. Wir fangen jetzt erstmal mit der rechten an. Ja, ist dann hier. Da hat er den Stumpf, den Griff des Messers, der ist hier fest mit reingescalpt. Ich drehe es euch mal um.
Also das ist schon cool. Sieht soweit auch gut aus. Sind Toren zu erkennen, Edition zu erkennen. Und der Detailgrad ist da absolut in Ordnung. So, jetzt hoffe ich mal, dass mir das alles jetzt hier irgendwie auffliegt. Angst habe ich. Echt. So. Hauptherausforderung ist hier tatsächlich, okay, das hält gut. Jetzt ist halt hier, der hat hier tatsächlich richtige Knöpfe. Kann man schon dran erfreuen, die da jetzt irgendwie. Ich kriege meine eigene Knöpfe kaum zu, gell? Und jetzt darf ich hier. Darf ich hier rum mal. Komm schon. Okay, geschafft. Geschafft. Der ist zu. Zack. Anderes Händchen. Ohne Messer. Faust. Die kommt dann hier unten mit rein. Das ist jetzt so ein bisschen mein Problemhähnchen. Ich bin mal gespannt jetzt. Das hält. Okay. Boah, jetzt darf man hier hinten. Gar nichts jetzt. Ja. So probieren wir irgendwie. Also da wäre es cooler gewesen, die hätten irgendwie so wie sie es in der Mitte vom Overall gemacht haben. So, das sieht aus wie ein Knopf, aber ist unten so ein so drauf stecken, so zum drauf drücken. Wisst ihr, wie ich meine? So, ist drin. Also es geht. Oh, fuck. Also es geht, wie gesagt, mit dem Arm bin ich echt nicht zufrieden hier. Das muss ich gleich in Ruhe noch mal ein bisschen dran rumwackeln. So, okay. Dann hier oben das Oberteil. Ein bisschen zurecht machen. So, dann haben wir den Kopf. Haare, also fühlt sich sehr filzig an. Ist mir schon so ein Reh oder so, Wildtier. Handjob ist wirklich cool, Maske ist wirklich cool. Die Designentscheidung, dass sie die Augen komplett schwarz gemacht haben und nicht ausgearbeitet sind, verstehe ich irgendwo. Auf die Distanz wirkt es nämlich so, als würde man einfach in dunkle, schwarzen Augenhöhle der Masken schauen. Aber persönlich hätte ich es wahrscheinlich ein bisschen geiler gefunden, wenn sie ausgescalpt wären. Ne, weil drunter steckt halt normal ein Kopf. Das ist beides cool, aber hätte ich die Entscheidung, dann lieber gescalpte Augen oder bemalte Augen halt. Ne. So, dann kommt der. Oben drauf. Haare. Bei mir gibt es den nur mit stehenden Kragen, also ich werde den Haaren nicht umschlagen. Das sieht, finde ich, viel cooler. So, dann das Messer. Der Bluteffekt ist wirklich cool. Muss man schon sagen. Ja, wird dann hier vorne einfach reingesteckt hier unten. Schauen wir mal. Ja. Das hält doch relativ gut. Das hat's klack gemacht, so stelle ich mir das vor. Und als Bonus den Pumpkinhead.
Also ihr seht, der ist wirklich groß, ja, mal so als Hand. Ich meine, ich habe jetzt nicht die riesen Mammuthände, aber der ist schon groß. Wirkt auf den Bildern viel, viel kleiner, muss ich sagen. Ja, hier oben drückt man dann drauf. Das kann man abnehmen hier, ist magnetisch. Zack. Macht es wieder drauf. Zack. Und jo. Dann hier vorne noch die zwei Nippelchen, die hole ich gerade. Sekunde. Sind hier so Endstücke. Da muss ich jetzt mal schauen. Ich denke mal. Ja, das hält gut. Und das hält gut. Jo, das war's, das ist zusammengebaut. Das ist ein geiles Teil, der macht schon einiges her. Fussel. Der Stoff ist auch echt dick, muss ich sagen. Wirklich dicker Stoff. Fühlt sich jetzt nicht irgendwie total dünn und lapprig an, also hochwertig. Paintjob ist gut. Bluteffekte sind gut. Der Pumpkinhead ist eine super coole Dreingabe. Die Base simpel, aber vom Paintjob und von der Präsentation her echt cool gemacht. Die Haare sind cool. Man kann halt ein bisschen frisieren, wenn man will. Ich finde hier, das passt soweit. Vielleicht mache ich schon noch ein bisschen was. Aber man muss sie tatsächlich, ich finde, allein aufbauen ist echt schwer. Geht, aber ist echt schwer. Holt euch zu zweit, allein wegen Schleppen. Ja, wegen dem Magnet hier oben, wie gesagt, es hält. Aber mal gucken, vielleicht steckt da noch ein bisschen Stoff irgendwo dazwischen oder irgendwas. Das ist jetzt gerade so ein kleiner Downer, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätten sie die Magnete. Hier ist er echt stark, hier sind die Magnete echt stark. Das geht wunderbar und da fummelt man sich einen ab. Ne? Wenn man überlegt, das Ding kommt normalerweise mit 2600 Euro daher oder 2,5. Das ist ein Haufen Kohle. Würde ich persönlich dann schon erwarten, dass die Magnete da, dass es einfach unkompliziert funktioniert. Ja. Mal schauen. Ansonsten ist es ein geiles Teil. Wirkt auf jeden Fall. Ja, ich meine, ich habe den jetzt hier vom Kallax stehen. 1,5 Meter. Also hier stehen dann jetzt irgendwie ja, von der Höhe. Ich weiß nicht, dürfte jetzt so groß wie ich sein oder knapp drüber. Ich bin 1,84 groß. Das macht schon was her auf jeden Fall. Gut, Leute. Das war's. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also ich freue mich zwar, dass ich ihn habe und freue, dass ihr dabei wart. Gebt mir schön Daumen hoch, Abo da lassen. Okay. Aber bei der Hitze und das jetzt zusammenbauen, das war gar nicht so geil. Wir haben jetzt irgendwie, was sagt denn das da hinten? Hat um die 30 Grad hier drin. Naja, egal, was du bestimmt alles, gell? Was du bestimmt alles. Alles klar, Leute, ich bin raus, bis zum nächsten Mal, lasst ein Abo da, gell? Und schön das Video zu Ende, gucken, nicht hier kurz eine neue Seppe, krieg ich kein Spielzeug. Schön fertig, gucke das Ganze. Dafür habe ich geschwitzt, ich bin raus, gell? Ciao.